Hallo, diese Woche, Platte der Woche, Divine Comedy Foreverland, die neue Platte von Neil Hannon, dem britischen Songschreiber, groß, Stilist, Eleganzling, der seit den frühen 90er Jahren und besonders seit 1996 der Platte Casanova elegante Orchestermusik schreibt, Orchesterpop, symphonisch, quasi symphonisch, aber doch immer dem Song verpflichtet, dabei aufleben lassend die 20er, 30er Jahre, auch spätere britische Phasen, 50er Jahre, Noel Coward. Die Einflüsse liegen im Salon, im britischen Imperium, im klassischen Songwriting, auch Burt Bacharach etwa, der freilich kein Brite ist. Hannon hat schon früh auf Pomp and Circumstance, mehr Pomp als Circumstance, gesetzt und sich immer verlassen auf sein vollendetes Songwriting, verbunden mit luxuriösen Arrangements, die freilich so luxuriös waren, dass er nur selten, etwa in der Royal Albert Hall, die Songs aufführen konnte. Manchmal, jedenfalls in Deutschland, musste er in sehr kleinen Clubs auftreten und da wirkt es gerade grotesk, diese wunderbaren und großzügigen Lieder von einer Band zu hören, also Streicher dann nachgeahmt von Keyboards mit 6 Leuten. Aber auch das hat er geschafft, es ist ja ein sehr kleiner Mann, passt auf kleine Bühnen und damals waren es vielleicht 100, 150 Leute in den mittleren 90er Jahren. Später dann schon auch größere Inszenierungen, etwa beim Haldern Pop Festival, dann mit Orchester. Das er nicht unbedingt benötigt, aber als er mehr Gitarrenmusik machte und mit 5 Musikern auf der Bühne stand, und die Songs verschlankt hatte, waren die Platten auch nicht mehr so gut, nämlich um die Jahrtausendwende. Jetzt hat er 5 Jahre Pause gemacht nach der letzten, auch wieder sehr soliden Platte, aber hatte wohl erkannt, dass es eine Pause braucht von 5 Jahren. Let's talk of Catherine the Great. Let's talk of love and the power of the state. She was a crazy, spontaneous girl. Die Songs haben wieder orchestrale Arrangements, es gibt sogar Mundharmonika, es gibt Akkordeon, es gibt Flöten, es wird alles aufgeboten, was es sozusagen an britischer Grandezza gibt. Songs Napoleon Complex, Catherine the Great, How Can I Leave You on My Own, My Happy Place, A Desperate Man. Also es ist auch wieder alles vorhanden, was man an Ironie und an Eleganz und Geschichten erzählen von Hannon kennt. Und es ist wunderbar, das noch einmal zu hören. Natürlich ist jetzt schon viel Déjà-vu. Man kennt seine Themen, man kennt die Wortspiele. Und dass er es doch so attraktiv variiert, das ist herrlich. Und dass er in diesem Sommer wieder da ist und dann im Herbst Konzerte gibt, das ist allemal Grund zur Freude. Foreverland von Divine Comedy. Bis nächste Woche. Danke.